So, meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde Hearthstone und diesmal mache ich ein Duell gegen jemanden aus meiner lustigen Liste. Ihr könnt mich, wie gesagt, gerne adden, wenn ihr möchtet. Da müsst ihr einfach nur mal nachfragen oder meine PN schreiben, dann gebe ich euch meinen Battle.net-Account, meinen Battle-Tag. Dann könnt ihr mich adden und mal gegen mich spielen, wenn ihr möchtet, oder einfach so mal chatten, wenn ihr vielleicht WoW habt. Genau, Dailalos nennt sich mein Gegner diesmal. Er kann leider nicht sprechen, weil wir irgendwie, ist jetzt gerade spontane Aufnahme und von daher, kann ich da leider nicht viel machen. Aber die Karten sind schon mal ganz nett von Anfang. Den behalte ich einfach mal drin gleich. Warum nicht? Viel falsch machen kann man mit denen nicht. Und von dem her würde ich mal sagen, versuchen wir es einfach mal die eine Runde. Die nehme ich jetzt noch mit auf. Und guck mal da. Dann machen wir den hier raus. Und los geht das. In der nächsten Runde gucke ich mal nach, ob ich den vielleicht einsetzen kann oder den einsetzen kann. Und auf Zauber der Hagel. Schauen wir mal. Gibt ja eine Menge Sachen. Gut, der wird mir jetzt nicht wirklich gefährlich. Da würde ich sagen, kann nicht viel, macht auch nicht viel, mache ich so und so und gut ist. Erst einmal. Mal schauen, wie gesagt. Schamanen sind ganz, ganz fiese Gegner, weil die mit ihren Totems am Ende echt das ganze Feld zu bomben können und dann werden die Gegner sich gebufft und vor allem dieses eine Totem, was viel, die. Es gibt dieses eine Totem, wie heißt denn das? Genau das da. Zauberstand plus 1, wenn der da irgendwelche Zauber raushaut, ey, das ist echt übel. Guck mal, was haben wir denn für einen Begleiter? Was kann man denn da rausholen? Auch ein Schweinchen mit Ansturm. Na, das ist doch cute. Das ist doch cute, cute. Das nehmen wir doch gleich mit. So, in der nächsten Runde kann ich dann vielleicht den. Wenn sich nichts anderes ergibt. Wenn er jetzt einen Spotter raushaut zum Beispiel. Gut, zwei Gäste mit Spott und Überladung. Die sind echt mies. Die sind echt mies. Habe ich eine Idee. Habe ich eine kleine Idee, die mir jetzt nicht viel bringt. Aber immerhin besser als gar nicht. Ich würde mal sagen, der hat 4. Okay, nee, ich habe eine andere Idee. Eine bessere Idee. Den. Den. Dann. Einmal den. Einmal den. Dann mache ich einmal so. Dann greift er halt ihn an, was sehr schade ist, weil ich nichts anderes machen kann. Schade, ich hätte den gern behalten. Der ist mir zu gut, ehrlich gesagt. In der nächsten Runde ihn warte ich so lange. Gehe ich riskant ein? Ich warte. Ich riskiere es. Ich riskiere es. Wenn er ihn angreift, ist er sowieso weg, von daher. Mal schauen. Könnte echt ein spannendes Ding werden. Ich bin gerade ein bisschen ruhiger, weil es ist auch schon relativ spät, weil ich hier gerade im Voraus aufnehme für die Laufe der nächsten Zeit und jetzt haben wir schon 11. Deswege. Oh, guck mal hier, eine Heiler. Oh, das ist natürlich scheiße. Hätte ich mal doch angegriffen. Fick. Ah, nicht schlecht, Monsieur. Nicht schlecht. Könnte ich ihn jetzt rausholen? Ich hau ihn raus. Ich bringe ihn einfach mal zum Schweigen. Better than nothing. Wenn er jetzt angreift, dann ist sowieso alles gezweit. Und, ja. In dem Fall könnte es trotzdem noch ein spannendes Ding werden. Was hat er vor? Ändert nicht viel. Er wird mich sowieso angreifen. Er wird den kleinen Orten gar nicht beachten, weil er jetzt gerade die Chance sieht, bevor er down geht. Wird er mich einmal komplett zubumpen. Na, immerhin. Doch, gar nicht mal so doof. Yep, und weg mit euch. Die Karte ist so geil. Ah, nett. Den nehme ich immer noch auf. Für die nächste Runde, wenn da irgendein Spotter ran rauskommt. Kriegt ihr erstmal auf jeden Fall jetzt erstmal erst instant 4 Schaden. Die meisten hauen nämlich zuerst einen Spott raus. Oder irgendeine Kleinigkeit. Ich bin ja mal gespannt. Ah, guck mal. Peng. Zack. Puff. Nicht ganz tot, aber bald. Einen Spotter könntest du noch vertragen, Junge. Minjung. Ja, ist natürlich auch doof. Verleiht euren Wildtieren. Mein Name ist sogar seine Karte. Ah, die ist kacke. Ich brauche einen Spotter. Also vorher lohnt sich das nicht. Der ist halt nur. Das bringt's nicht. Also rauf da.
Hätte ich jetzt ein Wildtier, ein großes, dann. Oder er würde einen Spotter rausholen. Dann, auf jeden Fall. Dann lohnt sich das Ganze sowieso so richtig. Hol einen Spotter raus, komm. Bitte, mach das. Hol mir den Spotter. Ja. Du bist doch super. Super. Gut, der eine haut mir jetzt natürlich ordentlich die Hucke voll. Aber, ganz ehrlich, das ist mir gerade voll schnufft egal. Wildtier, okay, egal, ich hau erstmal ihn raus. Mehr kann ich gerade eh nicht machen, das andere bringt's ja eh nicht. Peng. Viel Spaß. Gut, der ist jetzt natürlich immer noch gebufft. Die wird ihn angreifen. Ja, wird sie machen. Die Totems, ey, die Totems, ohne Witz, die hauen richtig rin. Die hauen richtig rin, du. Kommt noch ein großes Wildtier? Dann hauen wir ihn raus, dann kommt das vielleicht. Ach, ein großes Wildtier mit Ansturm. Wäre auch nicht schlecht. Ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Uiuiui, der ist natürlich. Der wird jetzt mit dem Kleinen angreifen. Oder mit dem Heilungstotem. Ich bin bereit zu machen. Könnt ganz, ganz böse werden. Ist jetzt gerade ein knappes Ding. Wenn ich jetzt nicht ein Wildtier habe, habe ich verschissen. Oder wenigstens ein Spott. Ey, wie viele Totems er draußen hat. Eine AE wäre jetzt nice. Aber das habe ich leider alles schon verspielt mit meinen Fallenkarten. Krasse Runde, aber ich habe eine Idee. So. Ist er auch ein Wildtier? Ich guck mal. 6. Wen greife ich denn an? Ich würde sagen, erstmal der mir am wenigsten kann. Er hier. Ist egal. Er wird wahrscheinlich irgendwas anderes. Ich werde auch ihn rausnehmen sollen. Ah, die 6. Die 6. Aber die 5. Oh, ist alles schwierig. Das ist schon taktisch sehr klug, alles mit Totems zu überfluten. Oh, nee, ey. Okay. Ich bin bereit zu lernen. Das ist übel. Ich hab's verrissen. Das wird so, glaube ich, nichts mehr. Was könnte ich jetzt noch rausnehmen? Irgendwas. Das bringt's aber nicht wirklich. Wir sind damit einfach mal ihm ein bisschen runterzuhauen. Er ist gerade der Einzige. Ja, ist eigentlich egal. Die hauen mir alle eins vor den Latz. Wenn sie angreift, ist down, ist down, ist down, ist down, ist down. Scheiß drauf. Ach, Herr Jemini. Ja, nettes Ding. Gut versenkt. Gut versenkt. Gratulation. Ich dachte echt, das Deck wäre soweit in Ordnung, aber Kartenpech, FTW, bei ihm super geile Karten, also super geil gespielt, super ausgespielt, hat er geil gemacht. Schaman rockt echt, jawohl. Dailalos, Schamane rockt echt. Du bist im Video und hast gegen mich gewonnen, super, das haben schon viele gemacht, natürlich, aber in dem Fall mit dem Jäger eben habe ich in Arena zum Beispiel auch schon wieder gewonnen, also es ist immer so 50-50, weißt du, man hat mal Kartenpech, man hat mal Kartenglück, aber an der Stelle war es das erstmal. Vielleicht nehme ich gleich noch eine kleine normale Runde auf, wir sehen uns auf jeden Fall. auf bald auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Blablabla. Ach, na schau mal, Kiek. Es geht ja noch eine Runde. Dann mach ich auch mal eine Runde Arena, nicht? Haben wir noch mal Bock drauf. Da werde ich es wahrscheinlich auch verlieren. Ich habe jetzt einmal gewonnen. Ich habe jetzt gerade eben frisch angefangen. Und ich habe ein sehr seltsames Deck, aber ich habe gewonnen. Zufälligerweise. Es lief auch sogar ganz gut. Deswegen probieren wir es einfach nochmal. Mal gucken. Länger als 20 Minuten kann es ja nicht dauern. Also sehen wir dann mal einfach mal, was wir hier rausreden können. Du. Alle Zibbe. Jawohl. Na, findest du was? Spiel? Findest du nichts? Findest du geil? Findest du richtig knuffte, wa? Gegner wird gesucht. Mal gucken, ob ich wieder die gleiche Magierin kriege wie ewig, wie eben. Ein flutscher Gegner. Wenn es selber Magier ist, habe ich vielleicht wieder Glück. Es sind nur beide zu hoch hier. Die kann ich erstmal weglegen. Die sind alle 3 zu hoch. Das bringt mit den Karten, kann ich sowieso nicht viel reißen, von daher weg damit.
Die kostet eh nichts, von daher ist super. Oh, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Ein bisschen. Ich werde zwar jetzt in der ersten Runde nichts können, weil ich keine Einserkarte habe. Ich könnte natürlich ihn nehmen und dann ihn legen, aber... Nee, okay, ich habe eine andere Idee. Ich werde zuerst wahrscheinlich nichts können. Jupp. Das heißt, ich setze aus, werde in der nächsten Runde ihn ziehen, danach ihn. Mal gucken. Feendrache. Nett. Ach, schau mal, Geek. Mach ich doch mal lieber gleich 2 Schaden. Scheiß auf den. Das ist kein gültiges Arschloch, ey. Fick. So. Natürlich uncool, weil er ihn jetzt umher klatschen wird, weil wenn ich jetzt ihn ziehe, dann... hätte ich wenigstens noch eine Karte zusätzlich. Mann, hätte ich den mal... Ach, verdammt. Na, egal. Nicht? Du machst Faxen. Schabott. Und weil ich Bock habe, das normal zu machen, mache ich so. Oh, das ist super. Guck mal, 3-3. Oh, guck mal, Spotter, du. Kann ich die nächste Runde direkt loslegen? Ja, zack, zack, zack. Kann ich direkt losbolzen. Was mache ich denn? 3, 2, 3, bevor sie mir alle gefährlich werden, klatsche ich erstmal ihn hier um. Sein Leben könnte ich auf 1 zurücksetzen, dann könnte ich ihn mit dem Schwein wegturbonen. Aber ich heb mir das mit dem 1er noch auf, falls er einen fetten Spotter holt. Sicher ist sicher. Dann habe ich ja wenigstens ein bisschen was bei raus, ne? Der wird ihm jetzt wahrscheinlich Schaden zufügen wollen, aber dann ist er selber weg. Ich habe nämlich gestärkten Damage. Und ich überlebe. Aber er wird wahrscheinlich jetzt das Ding einsetzen. Und dann irgendwas anderes ziehen. Ja. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. So, und Armani geht auch. Von Armani. Auch 2 Schaden. Nachbar der Diener. Erstmal ein Spott. Ein mit Ansturm. Verursacht 2 Schaden. Nachbar der Diener plus 1 Angriff. Ah, nett. Er kann sich dann wehren. Dann gebe ich ihm nochmal Ansturm. Und dann greife ich einfach mal den Chef persönlich an, was? Mach ich mal. Weil ich es lustig finde. So. In der nächsten Runde habe ich dann ihn noch. Dann gebe ich hier dem Wolf schön. Oder dem Schwein. Ja, der Wolf ist, glaube ich, besser geeignet. Was machst du? Oh, gute Taktik. Interessante Idee. Aber er hat nur noch 1 HP. Das darfst du nicht vergessen, mein kleiner Freund. Wen willst du angreifen? Alle überleben sie. Nein, er überlebt nicht, stimmt. Ha. Und er bufft die anderen. Naja, ist ja auch nicht so wild. Oh, nett gelegt. Den jetzt wird er ihn töten und bekommt natürlich gleich eine Korde. Die gilt ja für alles. Ich könnte ihn legen, der hat natürlich schön viel HP. Das werde ich auch mal jetzt schön machen. Nämlich schön dick HP. Dann werde ich mit dem Schwein einfach mal ihn angreifen. Ihn instant damagen, weil den mag ich überhaupt nicht. Und rausnehmen. Scheiß drauf. So. Das Vieh hat schon genug HP. Es war kein Wildtier, aber guck mal, die Monstrosität, die rockt auch. Und vor allem hat Spott. Das ist schon mal ein Ding, das ist nicht schlecht. Fügt zwar allen Charakteren 2 Schaden zu, aber who cares, ganz ehrlich. Bis der runter ist, hat genauso viel Leben. Ja, Spiegelkampf. Mirror faked. Aber ich kann einfach den Hihi. Na, aber das doch. Da passt doch der Kassen. Du willst doch wohl nicht mich angreifen. Das wirst du dich auch nicht wagen. Ich bin mal gespannt, was ich in dieser Runde für eine Karte kriege. Weil je nachdem, was ich für eine Karte habe, kann ich dann was anderes rauslegen. Das ist eine gute Idee. Und dann hast du nämlich damit gerechnet, dass ich dann das nicht machen werde, ne? Ich habe aber eine andere Idee. Ich leg die Karte. Und greife trotzdem den da an. Und wenn du irgendjemanden hast, der richtig viel HP hat. Badum, bum. Gibt's hier voll auf die Nuss mit Mal des Jäschers. Und der wird demnächst was ziehen. In der Arena muss man mit allem rechnen. Das ist zum Beispiel auch nicht schlecht. Peng! Na, wen wirst du angreifen? Ihn? Dann ist deiner weg. Mich? Dann ist deiner weg. Ist egal, ich vernichte beide.
Gute Wahl. Eine Sprengfalle. Moin. Lohnt sich aber noch nicht. Deswegen setze ich erstmal ihn. Und mach so. Das lohnt sich dann erst, wenn er mehrere Minions draußen hat. In der nächsten Runde. Da die alle jetzt sowieso noch nicht angreifen können, lohnt sich das dann erst in der nächsten Runde, wenn ich das Ganze beobachtet habe. Ob er was belegt. Vielleicht irgendwas wegtöten? Ja. Das war gar nicht mal so eine doofe Idee. Ich brauche ein Wildtier. Sonst holt er mich. Auch nicht schlecht. Da kann er nochmal legen. Das ist... Also er geht schon gar nicht mal so doof vor. Überlegter als ich wahrscheinlich. Zukunftsorientierter. Liegt nicht alles sofort. Ich habe die Idee, ich werde sie einsetzen, mich selbst heilen und einfach Damage auf den Spasuten machen. So. In der nächsten Runde setze ich an die Sprengfalle und dann mal gucken. Irgendwas, was Spaß macht. Ja, du mit deinem Ansturm und deiner Mutter und die schwitzt beim Scheißen und so. Verstehe ich schon. Ah, könnte noch wirklich, wirklich, wirklich sehr dramatisch werden. Ich glaube aber, dass er gerade die besseren Karten hat. Einfach weil er es hat. Den. Jetzt setze ich es mal. Einfach nur, weil ich es kann. Fertig. Hätte mir vielleicht für einen Spotter aufheben können, aber ach, kack drauf. Er wird jetzt sowieso wahrscheinlich mit ihm angreifen, damit er überlebt. Ist so. Oder mit ihm, weil er sowieso kaum noch Life hat, damit er direkt angreifen kann. Oh, nicht schlecht. Hübsche Karte. Zauberschaden plus 1 vor allem, wenn er jetzt noch irgendwie so eine fette 10er-Karte hat, was ich nicht hoffen will. Denn ansonsten bin ich am Arsch. Oh, scheiße, er kann ja schieben. Ich hasse Magier. Alter Mann, ich kann mich gerade nicht aufregen, Mann. Ich muss so leise sein. Die ist auch nicht schlecht. Einfach mal legen, schießen, mehr kann ich hier gerade nicht machen. Zack. Bereit, mein Herr. Oh, das wird ganz übel. Das wird ganz übel, Leute. Oh, das ist noch viel übler. Ja, war mir klar. Und jetzt greift er ihn an und dann... Oder mich. Das ist natürlich noch viel, viel übler. Und jetzt legt er irgendeine scheiß Feuerkarte und hat mich instant weg. Wegen seinem plus 1 Zauberschaden. Macht der 7er. Gibt's da diese 5er, 6er, keine Ahnung. Fotzenkarten. Böses Wort, aber ich hasse Magier, ganz ehrlich. Das sind so die Dreckspenner mit ihrem scheiß CC und Cheap und... Oh, regt mich das auf. Jetzt haut doch bestimmt eine Sportkarte raus. Oder auch nicht. Hab ich noch irgendwas Tolles? Oh. Nur Spotter. Da ich sowieso von denen niemanden wirklich verletzen kann, ich sag mal, ich kann aber einen runterhauen. Dass er wenigstens weg ist. Da mir am meisten auf den Sack diese Gestalt hier geht. Weil keiner kann den mit einem Schlag runterhauen. Keiner. Könnten zusammen angreifen, Imba, also er muss auf jeden Fall, wenn er nicht geheilt wird, drauf gehen. Oh, nö! Gut gespielt, Digga, gut gespielt. War aber doch noch sehr interessant. Hat Spaß gemacht. Gut, einmal gewonnen, einmal verloren in der Arena. Komischerweise nehme ich fast immer meine Verluste auf, wenn ich verliere. Sonst gebe ich nicht so oft und jetzt verliere ich nur, wenn ich auf... Das ist eine Aufnahme, ich werde das nur noch ohne Aufnahme spielen. Egal, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Auch wenn ich ein bisschen ruhiger bin gerade, weil wegen Lautstärke und so. Aber wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hearthstone oder irgendwas anderes mit mir, Lunitschki. Dann auf bald, auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Blablabla.